So. Wenn ich die Zellentür nämlich aufmache, passiert Folgendes. Ich komme da nicht mehr rein. Ah. Das habe ich noch in Erinnerung, wie das genau war. So, jetzt muss ich nämlich hier reingehen. Und dann jetzt hier durch die Gegend lauschen. Ich bin voll Idiot. In irgendeiner Zelle erwacht ein kleines Ungeheuer. Boom! So. Gesperrt. Was bist du denn für ein ekeligen? Deine Mutter! Der ist jetzt tot, oder? Du tot? Du lebst aber noch. Guckst du denn da gerade eins live? Ich weiß, live zum Radio. Ah, ich verstehe. Ja. Ja, ja. Ah, okay. Also Leute, der guckt gerade AssiTV. Stirb. Muss echt Spaß haben, wenn dein Mundium geht, nachher werden wir sie nicht alle brauchen. Deswegen wechsle ich jetzt mal eben auf mein Schrotgewehr. Komm, fahr! Hast du diese komischen Viecher? Ich hab gerade richtige Reflexe hier, Reflexe. Wow!
richtige Reflexe. Munition für meinen. Ich habe 23, habe ich jetzt hier dafür, das ist sich 4. Okay, Leute. Jetzt kommt der schönste Part von allen. Den hasse ich über alles, deswegen habe ich gedacht, wir müssen Muni sparen. Denn das wird sich jetzt hier ausgezahlt machen. Ab geht die Post. Seht ihr. Nun, Junge, hier, Schutz für dich. Und ich werde die Kalkstück vermissen. Aber wo du gerade hier bist, zeig ich dir was. Ein Typ namens Harlan Wade hat diese Anlage entworfen. Er hatte die Befehle von Psychokommandern reagieren. Völlig abgedreht. Auf jeden Fall. Diese Missgeburt sollte mal ein Commander werden. Das war mal.